Hier ist eine einfache 3-Schritte-Anleitung, wie man Kreatin richtig verwendet. Schritt 1. Art des Kreatins. Es gibt unzählige verschiedene Arten des Kreatins, die frei verkäuflich sind. Da kommt es leicht vor, dass man den Überblick verliert und etwas überfordert ist. Die Forschung konnte aber zeigen, dass alle Arten sehr identisch wirken. Also spar dein Geld und kauf dir die kostengünstigste Variante, Kreatinmonohydrat. Schritt 2. Sättigung. Es dauert seine Zeit, bis deine Muskeln vollständig mit Kreatin gesättigt sind und du die positiven Effekte des Kreatins spürst. Wenn du täglich ca. 5 Gramm Kreatin zu dir nimmst, dauert es in etwa 3 bis 4 Wochen, bis die Vorteile wirklich sichtbar werden. Deswegen gibt es auch Athleten, die eine sogenannte Ladephase machen, in der sie 20 Gramm täglich für 7 Tage Kreatin einnehmen. Dabei tritt die Sättigung bereits nach einer Woche ein. Es gibt aber Menschen, die dabei Magenbeschwerden, Blähungen oder sogar Krämpfe bekommen, weswegen die Methode nicht für jeden geeignet ist. Schritt 3. Timing. Letztendlich spielt es keine Rolle, wann du das Kreatin einnimmst, solange du es konsequent jeden Tag machst. Also finde eine Zeit, die für dich passend ist und bleib dabei. Ich persönlich mixe mein Kreatin in meinen Post-Workout-Shake.